Willkommen zur letzten und zur fünften Woche für das Gebiet Gesäß. Und ich hoffe, deine Gesäßbeschwerden sind schon ein bisschen besser geworden. Und jetzt werden wir in der letzten Woche nochmal das Wesentliche uns anschauen. Beide Gesäßbereiche direkt in die Gesäßmuskulatur und noch natürlich den mittleren Gesäßmuskel, den Gluteus medius. Und dann bekommst du noch eine schöne Mobility-Übung von mir. Auf geht's. Kathi und ihr, legt euch auf den Boden. Wir nehmen den T-Mix Original zur Hand und triggern erstmal mitten in den Gesäßbereich. Und hier, ihr kennt es, eine Minute warten und dann geht's ab. Mit der Mobilisation, Bein hoch und runter und das immer im Wechsel. 30 Sekunden triggern und 30 Sekunden mobilisieren, während ihr triggert. Und das zieht ihr jetzt erstmal 3 bis 5 Minuten durch. Bei genau diesem Areal im Gesäßbereich. Jetzt verschiebt ihr den T-Mix Original und jetzt wollen wir natürlich wieder in Richtung mittlerer Gesäßmuskel. Der ist halt nun mal unheimlich wichtig, deswegen müssen wir den auch so häufig triggern. Und dann geht ihr in Richtung Beckenkamm, in Richtung Gluteus medius, mittlerer Gesäßmuskel und hier genau das Gleiche. Ihr könnt euch auch hinlegen, super. Und dann nach einer Minute, dann wird das Bein mobilisiert. Gleiches Prozedere. Entspannt euch, macht die Augen zu, atmet 10 bis 20 Mal ganz tief ein und aus. Lasst den Triggerreiz wirken und ihr merkt immer mehr, dass auch die Hüfte sich bewegt, dass die Hüftgelenksbeweglichkeit besser geworden ist und dass ich denke auch die Gesäßschmerzen deutlich sich verbessert haben. Nach diesen beiden Trigger-Spots, was muss gemacht werden in der T-Mix-3-Methode? Natürlich, zum Schluss wird gedehnt. Die Kathi zeigt euch nochmal schnell die Dehnübung und dann geht's rund. Unterschenkel nach oben und dann, wie gewohnt, die Taube durchführen. Und ihr werdet euch bestimmt schon wundern, dass euer Unterschenkel jetzt bestimmt nach den Wochen schon weiter nach oben gelegt werden kann. Und das ist eine schöne Dehnübung. Man kann sie aber auch variieren. Kathi legt sich jetzt mal auf den Rücken. Genau. Und das Bein wird Richtung Brust gelegt. Das wird quasi auf das andere Bein. Und dann zieht ihr das Knie zur Nase. Und das ist auch eine Variante, ist eigentlich die gleiche Übung, nur mit einer niedrigen Intensität. Ich plädiere immer für die andere Übung, für die Yoga-Übung, die Taubenübung. Ich finde, das ist viel intensiver. Die Dehnung macht ihr bitte 1-2 Minuten. Nach der Trigger-Session und der Dehnung, jetzt machen wir eine Mobilisationsübung. Und diese Mobilisationsübung ist ganz wichtig für das Hüftgelenk und wir brauchen hier Beweglichkeit im Hüftgelenk, ist doch klar. Und die rotatorische Komponente im Hüftgelenk ist halt einfach unfassbar wichtig. Also, wir wollen links und rechts im Hüftgelenk die Innen- und Außenrotation verbessern. Die Kathi, die zeigt mal, wie das geht. Die beiden Beine ein bisschen weiter auseinander vorne. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das rechte Bein macht jetzt eine Innenrotation und das linke eine Außenrotation. Jetzt wechseln wir. Jetzt macht das rechte eine Außen- und links eine Innenrotation. Bei der Innenrotation-Variante können wir das Becken noch weiter nach vorne schieben. Dann habt ihr hier so einen kleinen Dehnreiz. Und das wiederholt ihr jetzt mal ein paar Mal. Die Kathi zeigt das. Rechts außen. Wunderbar. Schön links, rechts.
Und das könnt ihr wirklich so häufig machen, wie ihr wollt. Das könnt ihr super gerne jeden Tag einbauen. Das könnt ihr auch in der Ruhephase machen, das ist gar kein Problem. Wunderbar. Und ich hoffe, dass auch nochmal diese Woche euch gezeigt hat, wie wichtig die Verbindung zwischen Triggern und Bewegung ist. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Schlüssel, auch ganzheitlich an die Sache ranzugehen, mit Organtechniken, mit Atmungstechniken, wie wir dann auch unsere Beschwerden besser machen können. Also haut nochmal richtig rein in der letzten Woche. Ansonsten wünsche ich euch natürlich vom Herzen, dass eure Beschwerden besser geworden sind. Wir haben viele Triggerpunkte, viele Maßnahmen, Dehnung, Mobility-Übungen und so weiter kennengelernt. Und ich hoffe, es ist schon ein bisschen besser geworden. Gebt nochmal in der letzten Woche Gas und viel Freude daran, euer Thomas.